Ja, herzlich willkommen zu diesem heutigen kurzen Video und ich möchte Ihnen ein ganz lustiges und geniales Tool vorstellen. Ist wieder einmal völlig kostenlos und das ist eigentlich ein Tool, das ich schon lange gesucht habe und das ist auch jetzt für jeden interessant, der den VideoMaker FX besitzt und kein Camtasia Studio 8 hat. Es geht nämlich um ein Audio-Tool, das nennt sich Audacity und da kann man Audios selber aufnehmen und auch bearbeiten. Da geht es mal wirklich rein um die Audios. Das können Sie sich downloaden bei chip.de, habe ich heruntergeladen. Ist ganz einfach und schnell installiert. Das glaube ich, muss ich jetzt nicht herzeigen. Und dann ist man schon hier drinnen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie ganz einfach hier Audios aufnehmen können. Nämlich, wie es auch bei anderen Programmen ist oder Geräten, die man kennt, ist das hier der Aufnahmeknopf. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Ja, hallo, das ist hier ein Test mit Audacity. Mal sehen, wie wir unsere Stimme hier aufnehmen können. So, dann klicke ich hier auf Stopp. Sehen Sie hier schon genau, das ist zum Beispiel wie beim Camtasia Studio 8 die Tonspur. Die kann ich dann hier einfach, wenn ich reinklicke und das hier hinten markiere, entfernen klicke, kürzen. Dann geht es hier gleich los. Ich kann mir hier alles anhören. Ja, hallo, das ist hier ein Test mit Audacity. Mal sehen, wie wir unsere Stimme hier aufnehmen können. Also man sieht, das ist hier ganz einfach gemacht und man kann dann auch bei den Effekten hier die Stimme bearbeiten. Da bitte aber beschäftigen Sie sich dann selber damit. Ich habe mir das jetzt schon so eingestellt, dass es halbwegs angenehm klingt, die Stimme. Es kann wahnsinnig viel für eine kostenlose Software, muss ich sagen. Echt eine klasse Sache. Nur eine Sache möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ah, da kommt wieder so ein bisschen das Kind in mir hoch. Man kann ja auch die Tonhöhe ändern. Wenn ich jetzt hier, also ich zeige es jetzt nochmal, hier auf Effekt gehe und hier unten auf Tonhöhe ändern gehe. Ach so, Entschuldigung, das war ein kleiner Fehler. Ich muss natürlich zuerst das hier markieren. Man kann ja auch nur einen Bereich markieren, aber ich markiere jetzt einfach mal alles, indem ich einfach hier reinklicke hier neben diese Tonspur, dann gehe ich auf Effekt, Tonhöhe ändern. Und jetzt kann ich hier die Tonhöhe ändern, indem ich entweder diesen Regler nach rechts schiebe, dann wird die Stimme höher, wenn ich ihn nach links schiebe, dann wird sie tiefer. Also ich schiebe jetzt mal nach rechts, geht es mal hoch auf so 40, das können Sie dann auch versuchen. Und hier einfach dann auf Vorhören klicken, dann hört man das Ergebnis. Also jetzt mal bitte darauf acht geben. Das ist hier ein Test mit Audacity. Mal sehen, wie wir unsere Stimme hier aufnehmen können. Ja, das war jetzt mal die Variante hoch. Dann gehen wir wieder zum Nullpunkt zurück. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, dann wird es tiefer. Auch da hören wir jetzt noch rein. Ah, wenn mir sowas mal nicht mehr gefällt, dann. Ja, dann möchte ich nicht mehr, wenn der ein bisschen kindischer wird. Das ist eine richtig tolle Sache. Ja, dann im Prinzip, ja, da kann man ein bisschen damit rumspielen und dann kann man das Ganze auch als MP3 exportieren. Aber da möchte ich jetzt noch eins zeigen. Da geht man einfach hier oben auf Datei und dann Audio exportieren. Und bei mir öffnet sich dann sofort schon das Fenster, wo ich das als Audio abspeichern kann. Falls bei Ihnen eine Fehlermeldung kommt, wie diese, ich blende jetzt hier gerade ein Bild ein, dann klicken Sie bitte einfach auf diesen Download-Button. Sie brauchen dieses Lame. Das funktioniert noch nicht richtig, das fehlt Ihnen noch. Also müssen Sie einfach ein kleines Zusatzprogramm installieren, da kommen Sie dazu, wenn Sie einfach auf diesen Download-Button klicken. Das installieren Sie dann dazu und bei der nächsten Öffnung von Audacity funktioniert das dann schon, dass man MP3s quasi hier speichert ohne weitere Schritte? Ja, das war's jetzt zu Audacity. Das ist das Tool, das Sie brauchen, wenn Sie zum Beispiel den VideoMaker FX haben und nicht so richtig mit der Audioqualität zufrieden sind. Dann können Sie hier das Audio bearbeiten und dann in den VideoMaker FX hochladen. Das geht ganz einfach und ja, ein tolles Tool. Man kann diese MP3s dann auch auf diesen Podcast-Portalen, die jetzt immer berühmter werden und bekannter werden, hochladen.
Das ist das einzige Tool, das Sie dazu brauchen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich, dieses Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte wie immer meinen Kanal abonnieren. Können Sie hier irgendwo mit nur einem Klick machen, dann bekommen Sie immer Updates von meinen neuen Videos und würde mich auch über ein Gefällt mir und Kommentare freuen. Gut, das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video. Einen kleinen Moment. Am Ende dieses Videos habe ich jetzt noch einen absoluten Leckerbissen. Ich zeige Ihnen nämlich meine Strategie, mit der ich seit Jahren regelmäßig bzw. täglich Interessenten und Kontakte für mein Business gewinne. Dieses System läuft, wenn es einmal aufgesetzt ist, völlig automatisch und funktioniert so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Es ist der absolute Hammer, es hat nichts mit Pay-per-Click oder Facebook-Werbung zu tun. Vergessen Sie das, diese Strategie kennen Sie höchstwahrscheinlich noch nicht. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Ich schlage Ihnen nur eines vor. Klicken Sie jetzt auf den Link unter diesem Video und Sie können sich sofort diese Strategie in Form eines kostenlosen Kurses, den ich selber erstellt habe, ansehen. Also jetzt auf den Link klicken und ja, dann einfach nur noch ansehen. Das war's von mir. Tun Sie das